Als Ghost Negotiator sind Sie ja im Hintergrund bei Verhandlungen tätig. Wie genau gehen Sie denn da vor? Wenn ich einen Fall übernehme, dann schauen wir mit dem Mandanten, wie die Verhandlungslandschaft aussieht. Das heißt, wer sind die Hauptentscheidungsträger und Entscheidungsbeeinflusser? Wie sind die Prozesse der Entscheidungsfindung auf der anderen Seite? Wir klären dann auch die Machtverhältnisse. Und erst dann planen wir eine Strategie und die Taktiken, um den Fall des Mandanten umzusetzen. Und was genau können gerade Geschäftsführer von Ihnen lernen? Geschäftsführer, Geschäftsleitungsmitglieder haben eine ganz besondere Verhandlungsumgebung, denn sie haben in der Regel sehr viele Verhandlungen um sich, die miteinander interagieren. Diese Verhandlungen sind abhängig voneinander. Und da kommt es nicht darauf an, in dem einzelnen Verhandlungsfall das Maximale rauszuholen, sondern man muss die Abhängigkeiten berücksichtigen und in dem einen oder anderen Fall nachgeben. Wie man das macht, wie man da am besten manövriert und welche Werkzeuge man dazu benötigt, das wird in meinem Seminar offengelegt. Das klingt schon mal sehr spannend. Hatten Sie denn bereits Fälle, in denen Sie Geschäftsführer unterstützt haben? Sicherlich, denn meine Mandanten sind in der Regel fast nur Geschäftsleitungsmitglieder, weil diese Personen sehr viele Verhandlungen um sich haben. Und wir hatten in dem Zusammenhang bereits alle Arten von Verhandlungen. Ob das hausinterne Tauziehen oder aber Tauziehen mit Partnerunternehmen oder mit Behörden um gesetzliche Rahmenbedingungen. Also da gab es schon alle Arten von Verhandlungen, die ich betreuen musste. Gut, Herr Forgani, vielen Dank. Und ja, wir sind sehr gespannt auf das Seminar. Danke sehr.